Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video habe ich mal wieder eine Marke für euch, wo ihr wahrscheinlich sagen werdet, krass, dass ich sowas bis jetzt noch nicht gefunden habe. Denn es gibt immer mal wieder diese Marken, ihr kennt das, ja, man riecht sehr, sehr viel und irgendwie doppelt sich sehr vieles. Und dann stößt du auf manche Marken und die blasen einfach komplett alles vom Tisch, was da irgendwie liegt, weil die einfach von der Qualität, von der Haltbarkeit her und von der DNA her so gut sind, dass man es eigentlich nicht fassen kann. Und das ist zum Beispiel die Marke Baruti, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, die ihr vielleicht auch schon kennt, wenn ihr euch ein bisschen in diesem Nischenthema wirklich bewegt. Die Marke ist auch direkt hier hinten bei mir im Regal eingezogen, das heißt, die gibt es auch bei mir im Shop. Alle Links also findet ihr dazu in der Beschreibung drin. Und ich möchte euch in dem heutigen Video alle 10 Düfte der Marke vorstellen und ich sage euch, dass zumindest schon mal 3, nämlich die 3, die ich euch als erstes vorstellen werde, mit Sicherheit etwas sind, was ihr in dieser Form noch nie gerochen habt. Dazu kommt, dass die Düfte in einem Preisbereich liegen, den ich persönlich als sehr okay empfinde, nämlich für 120 Euro bekommt ihr die Extrait de Parfum-Varianten, die ich jetzt erstmal in den Shop mit aufgenommen habe. Und das ist, finde ich, ein Preispunkt, der ist völlig okay. Natürlich ist die Milliliterzahl dementsprechend gering. Allerdings sollte ich dazu sagen, dass natürlich die Haltbarkeit von diesen Extraits wirklich enorm hoch ist und man wirklich nur so 2 Sprühstöße braucht, um einfach komplett bedient zu sein. Und deshalb, ja, sind die dementsprechend auch sehr sparsam. Und deshalb, finde ich, wird der Preis sich da auch wieder so ein bisschen reinspielen. Aber es ist ein geringer Einstiegspunkt für diese Art von Qualität. Absolut unfassbar. Das könnt ihr mir wirklich glauben und deshalb möchte ich euch heute gerne einfach mal diese Marke vorstellen. Übrigens habe ich auch noch ein kleines Interview geplant mit dem Gründer. Und der bekannteste Duft von Baruti ist ehrlich gesagt der Chai und das ist ein Teeduft, der so riecht wie kein anderer Teeduft vor ihm. Denn es ist ein Duft, der arbeitet mit Schwarztee, aber hat auf der anderen Seite einige orientalische Gewürze, wie zum Beispiel Kardamom und Zimt. Und das Spannende ist, dass er diesen Teeakkord so schön interpretiert, ohne jemals in eine zu süße oder eine zu holzige Richtung abzudriften, sondern das ist wirklich einfach dieser reine Schwarztee-Akkord in all seiner Schönheit und da sind nur so ein paar Gewürze mit drin, die das Ganze stützen. Ich persönlich finde, das ist ein perfekter Duft für das gesamte Jahr, dadurch, dass Schwarztee einfach keine wirklich schwere Duftnote ist, aber auch nicht wirklich super zitrisch, kann man den, finde ich, das ganze Jahr übertragen. Das Extrait hält wirklich 12, 13, 14 Stunden durch und wer hier auf Teedüfte steht, wie zum Beispiel, was habe ich letztens, ich habe da letztens einen Top 10 zum Thema Tee auf meinem Shorts Kanal gemacht. Auf jeden Fall so die Richtung vielleicht dieser Teeakkord von Serge of Ceylon, wobei der auch eher mit Honig arbeitet, aber ihr könnt euch das vorstellen, einfach als würdet ihr an so einer Teedose riechen. Diesen Teeakkord zum Aufsprühen finde ich persönlich einfach super geil, ist eine richtig geile Kiste für das gesamte Jahr, egal ob es Büro ist oder Alltag, einfach ein sehr, sehr kreativer und äußerst langanhaltender Duft. Dann habe ich hier als nächstes einen Duft, den habt ihr so in dieser Form mit Sicherheit noch nie gerochen. Es gab zwar mal ein Parfum, was ich auf diesem Channel hier vorgestellt habe, von Pantheon Roma, was ähnlich gerochen hat, Dolce Passion hieß der, der war aber für meine Nase wirklich viel, viel, viel zu stark und viel zu rauchig. Und deshalb der nächste Duft, den ich euch vorstelle, ist der Perverso. Und was riecht wie so ein Fetischduft, ist aber tatsächlich ein Duft, der mit Nüssen arbeitet. Und dieser Duft riecht wirklich so, als würdet ihr euch Nutella aufsprühen. Und zwar nicht auf so eine richtig süße Art und Weise, sondern wirklich mit Fokus auf diesen Nüssen. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, verglichen mit dem Pantheon Roma Duft, ist er deutlich, deutlich, deutlich weniger aggressiv, wirkt viel hochwertiger, wirkt viel ausgeglichener, viel differenzierter, viel fein facettierter und wirklich wie ein wahrer Nischenduft. Und das ist wirklich jetzt mal ein Gourmandduft zum Anbeißen. Vor allen Dingen auch aus dem Grund, dass er nicht so übertrieben süß ist, wie diese ganzen Gourmandüfte, die da draußen einfach rumlaufen. Ja? Wir kennen es alle. Ich werde auch demnächst noch mal ein bisschen was zu Tom Ford Noir Extreme verlieren. Einfach dieses extrem süße, überladene. Das ist eben etwas, was man in diesem Gourmanding häufig trifft. Hier ist es aber anders. Hier ist wirklich der Fokus geröstete Haselnüsse. Und ihr könnt euch vorstellen, das wäre wirklich wie so ein Hanuta zum Aufsprühen oder so ein Nutella zum Aufsprühen. Sehr, sehr geiler Duft. Für mich persönlich einer meiner 3 Favoriten aus dem Hause. Wirklich auch meiner Ansicht nach ein Test wert. Das heißt, wenn ihr auf Gourmand-Düfte steht und ihr könnt euch das vorstellen an euch, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Da steht der Link. Dann habe ich hier als nächstes einen Duft. Da steht drauf No Oud. Ja, also das soll ein Duft sein, der nicht mit Oud arbeitet. Ist aber tatsächlich spannenderweise ein Duft, der genau diesen Oud-Akkord mit dem Nagel auf den Kopf trifft. Also wer sich schon mal gewünscht hat, einen Oud-Akkord zu riechen, ohne Animalik, ohne medizinische Note, ohne balsamische Note, ohne dieses Kuhstall-Flair, was Oud häufig hat, und der einfach diesen udigen Akkord mal kennenlernen möchte oder der vielleicht schon Oud gerochen hat, sich damit gut auskennt und das gerne mag, aber eben dieses Animalische vielleicht nicht unbedingt in seinem Umfeld tragen kann, für den ist No Oud der Duft, ja? Denn hier steht als Duftbeschreibung tatsächlich nur Oud mit drin, aber natürlich ist es ein Duft, der nicht mit Oud alleine arbeitet, sondern der mit Hilfe von bestimmten Duftnoten das Ganze so aufbaut, dass es riecht wie Oud, und zwar nur wie die guten Seiten, aber halt eben nicht mit diesem stinkigen Touch,
den Oud teilweise eben hat, ja. Das heißt, wer Oud-Fan ist und sich mit diesem Akkord sehr gut zurechtfindet oder halt Oud einfach mal kennenlernen möchte und das Ganze mal testen möchte ohne dieses Animalische, der wird mit No Oud auf jeden Fall sehr glücklich. Ist auch ein Duft, der extrem lange hält. 12, 13, 14 Stunden ist bei diesen ersten dreien auf jeden Fall der Fall. Gut, jetzt ist das Haus aber natürlich sehr vielfältig. Es gibt insgesamt 10 Düfte, aber es gibt eben auch Düfte, die nicht so stark oder so ausgefallen sind wie diese ersten drei, sondern 2 Düfte habe ich jetzt hier, die wirklich eher so in die aktuelle Jahreszeit passen. Ja, das heißt, wenn ihr einen Duft sucht, mit dem ihr rausgehen könnt, jetzt gerade im Sommer, oder der vielleicht Frühlingsgefühle in euch erweckt, dann habe ich jetzt hier noch 2 Düfte für euch, die es wirklich in sich haben. Auf der einen Seite habe ich den Tindra. Und das ist für mich persönlich einer der kreativsten frischen Düfte, die ich seit dem Pernod Vitias gerochen habe. Ja, ihr wisst, dieser Duft hier, Pernod Vitias, ist mein persönlicher Lieblingsbüroduft für die Leute, die frische Düfte mögen. Jetzt haben wir hier einen Duft, der einfach hinkommt und von der Frische her genau dasselbe mitbringt, also wirklich extrem frisch ist, aber ohne diese langweiligen Zitrusnoten, was die Leute eigentlich sonst immer in frischen Düften riechen. Also Pomelo Sorrento, glaubt's mir, das ist ein geiles Teil, ja, wahrscheinlich für die meisten von euch sehr, sehr gut, aber wer sich im Thema Nische richtig auskennt, der wird mit Pomelo Sorrento vielleicht nicht so 100% glücklich, sondern wünscht sich ein bisschen was Kreativeres. Und für dich ist dann der Tindra auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl, denn dieser Duft hier riecht so wie frisch geschnittenes Gras mit ein paar Veilchen, ja, also dieser Veilchenblattakkord ist da sehr, sehr deutlich mit drin, den ich persönlich, wie zum Beispiel in Diaghilev von Roger Parfums, 1000-Euro-Duft, der aber super geil nach Veilchenblatt am Anfang riecht. Ich liebe das einfach, ja, und hier habt ihr eben dieselbe Frische gepaart mit grasigen Noten. Also ihr könnt euch vorstellen, frisch geschnittenes Gras, frisch geschnittener Rasen, das ist das, was hier auf euch zukommt. Gepaart mit so ein bisschen weißem Moschus, der Duft wird im weiteren Drydown dann fast schon so ein bisschen mineralisch, also fast schon so ein bisschen meersalzmäßig auf der Haut. Und für mich persönlich ein geiles Teil, um das jetzt im Sommer zu tragen, wird auch da auf jeden Fall in einer meiner Top 10 Sommerlisten dieses Jahr noch auftauchen. Ähnlich ist der Indigo. Indigo ist ja eine Farbe, also es ist ja so ein bestimmter Blauton und da denkt man sich jetzt, okay, das ist wahrscheinlich ein blauer Duft. Es ist aber tatsächlich sehr, sehr witzig, dass dieser Duft hier wirklich diesen blauen Duftverlauf hat, also dieses sehr seifig saubere, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich ein Weihrauchduft. Und das finde ich persönlich mega spannend, weil Weihrauch aktuell natürlich eine Duftnote ist, die absolut im Hype ist. Ich habe da schon drüber gesprochen. So viele Düfte kommen aktuell mit Weihrauch raus und 90%, 95% riechen leider alle nach Kirche und riechen gleich. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich einen Duft sehe, der nicht nach Kirche riecht und der diesen Weihrauchakkord trotzdem kreativ nutzt. Und das ist bei Indigo definitiv der Fall. Denn hier ist es ein frischer Weihrauch, der aber nicht frisch zitrisch ist, sondern tatsächlich diesen harzigen Drydown hat von Weihrauch, aber mit seifigen Weichspülernoten. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen wie einen sehr, sehr hochwertigen Weichspüler, einfach dieser Saubermann-Duft und das mit ein bisschen Weihrauch mit drunter, um die Haltbarkeit zu verlängern und um den Duft noch so ein bisschen spannender zu machen. Das ist das, was bei Indigo der Fall ist. Auch ein fantastischer Büroduft, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für alle die, die einfach diesen frisch gewaschenen Wäscheduft haben wollen. Geiles Teil, hält ewig, also hält wirklich 15 Stunden durch. Du riechst es am nächsten Tag immer noch und weil es eben dieser frisch gewaschene Wäscheduft ist, für mich persönlich wirklich eines der besten Parfums für den Alltag, was man sich aktuell kaufen kann. Dann, wenn wir ein bisschen was Kreativeres nochmal nehmen, haben wir hier Berlin im Winter. Der Duft heißt wirklich so, ja, weil der Typ tatsächlich auch Deutsch spricht, also der Parfümeur. Und das ist auch ein Parfum, was mit Weihrauch sehr stark arbeitet. Allerdings hast du hier eher so einen verruchten, dunklen Weihrauch. Also wenn du jetzt ein Lederfan bist von Lederdüften oder von dunkelrauchigen Düften, von sehr dunkelholzigen Düften und du dieses reine, dunkle Thema sehr gerne magst, wenn es auch so ein bisschen verführerisch und wild sein darf, dann ist der hier auf jeden Fall für dich ein sehr, sehr guter Duft. Denn es ist ein Weihrauchduft mit Lederakkorden, mit Rum, mit Whisky, mit Oud, glaube ich, ist auch mit drin. Und das ist eben, ja, etwas, was unfassbar kreativ und crazy ist. Also als ich den das erste Mal aufgesprüht habe, bin ich eigentlich nicht so wirklich klargekommen, weil ich mir dachte, okay, auf welche Duftnote soll ich mich denn jetzt fokussieren? Ja, weil es so viel auf einmal ist. Aber der Drydown von diesem Parfum, dieser Weihrauch gepaart mit Kaffee und Whisky, habe ich eben rumgesagt, ich meinte Whisky und Kaffee, genau. Also mit Kaffee und Whisky und Oud, das ist einfach unfassbar geil. Und trotzdem hat der Duft irgendwie was von so einem typischen Enza-Oud-Duft, also von diesen Superorientalen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber dieser Eindruck bleibt irgendwie hängen. Und trotzdem bleibt es in diesem Lederthema, was man hier im Westen sehr gut kennt. Und deshalb für mich persönlich Berlin im Winter wirklich genau das Thema mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Denn wer Berlin kennt, weiß, die Stadt ist so ein bisschen dirty, so ein bisschen dunkel, so ein bisschen Ostblock-Feeling. Und auf der anderen Seite aber auch dieses super moderne, cleane. Und das ist eben hier tatsächlich genau drin abgebildet. Sehr spannender Duft, kann ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr auf so diese Superorientalen steht. Dann haben wir noch einen Duft, der heißt Onder de Linde. Das ist niederländisch für unter der Linde, also unterm Lindenbaum. Und natürlich haben wir hier dann entsprechend einen Lindenblütenduft. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einer Linde vorbeigegangen ist, die blüht,
geht, aber das ist wirklich dieser Duft hier im Flakon eingefangen. Also sehr, sehr klarer, heller Blütenduft mit grünen Noten mit drunter. Und deshalb für mich persönlich ein Duft, der für mich einfach Frühlingsgefühle auslöst. Also dann, wenn es alles anfängt zu blühen, Frühling, Sommer oder wann auch immer die Linde blüht, müsst ihr jetzt selber mal sagen, wann das der Fall ist. Ich weiß das nicht auswendig, aber tatsächlich ist das das, was für mich persönlich dann einfach dieses Gefühl hervorruft von es wird Sommer, es wird schön, es wird warm. Und das ist das, was bei Onderlinde der Fall ist. Auch mit einer sehr hohen Haltbarkeit in dem Extrait de Parfum, muss man sagen. Und wer auf helle Blüten mag, einen eleganten, klassischen Alltagsduft sucht in diesem Blütenthema, vielleicht auch für die Mädels, die hier zuschauen, von denen es, glaube ich, insgesamt jetzt 8% sind von den Zuschauerinnen. Also ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Ist für mich persönlich wirklich ein sehr tolles Teil, was man sehr gut im Alltag tragen kann, auch mit diesem Wäsche-Weichspüler-Thema. Gut, die letzten drei habe ich hier Dama Cooper. Das ist ein Duft für die Iris-Liebhaber unter euch. Und zwar Iris dieses Mal mit diesem dunkel-erdigen Touch, den man von Xerjoff Iris kennt. Ein bisschen weniger konzentriert, dafür ein bisschen mehr süße Noten und am Anfang auch noch mit diesem pudrigen, fruchtigen Thema, was Iris eben auch mal mitbringt. Wir wissen alle, der Kai ist ein riesiger Iris-Fan, egal ob es in seifig sauberen Düften wie bei Prada L'Homme der Fall ist oder ob es bei super orientalen wie meinem eigenen Parfum der Fall ist. Und Dama Cooper, so heißt der Duft, ist eben ein sehr hochkonzentrierter Iris-Duft für Fans von dieser Blüte, gepaart mit so einem leicht süßlichen Dry-Down und hellen Hölzern. Also auch wieder ein sehr, sehr eleganter Alltagsduft, für mich persönlich super tragbar, zum Beispiel auf einem Date, wenn man eben positiv auffallen möchte mit einem sehr cleanen, sauberen Iris-Duft, der aber trotzdem noch so diesen dunklen Touch hat, der noch so ein bisschen verführerisch ist. Gut, der vorletzte ist dann der Voyance. Das ist ein Tuberose-Duft. Für alle Fans von Tuberose, ihr wisst, ich bin auch inzwischen ein großer Fan von Tuberose geworden. Das sind so diese hellen Blüten, die man zum Beispiel aus einem Good Girl von Carolina Herrera war es, glaube ich, kennt, oder Bad Girl. Ist auf jeden Fall so ein Hellblütenduft mit Vanille. Und dieser Duft ist mir persönlich, ehrlich gesagt, viel zu süß. Also es ist einfach schrecklich überladen. Und wer sich jetzt aber für diese Blüte an sich interessiert und das Ganze haben möchte in einer wunderschönen, klaren, transparenten, im Alltag tragbaren Komposition, für den ist Voyance auf jeden Fall ein tolles Ding. Ich persönlich trage als Mann auch gerne Tuberose. Ich finde zum Beispiel den French Flower von Matière Première einen fantastischen Tuberose-Duft, um den selber zu tragen. Mir ist aber auch klar, dass das tendenziell eine eher klassisch feminine Duftnote ist. Das heißt, lasst euch das gesagt sein. Hier wird diese klassisch feminine Duftnote mit Vetiver und Sandelholz zusammengepackt. Das heißt, auf jeden Fall mit einer sehr, sehr dunklen Basis. Ich persönlich finde, das macht den Duft viel tragbarer für Männer. Und es ist auch einer der kreativsten Tuberose-Düfte, die ich seit langem gerochen habe. Also wenn ihr auf diese hellen Blüten steht und ihr könnt euch vorstellen, so ein bisschen dunkelholzige, lederige Basis, dann auf jeden Fall mal anschauen. Allerdings für die Damen wahrscheinlich eher so eine Blind-Buy-Empfehlung. Wenn ihr Tuberose mögt, werdet ihr hiermit sehr glücklich. Ist für mich persönlich wirklich ein tolles Teil. Gut, und der letzte ist dann wirklich jetzt mal nochmal was Gewagtes. Und das ist der sogenannte Oh My Dear. Und wie der Name schon vermuten lässt, Oh My Dear, also Oh Mein Hirsch, genau, geht es hier tatsächlich um Hirschmoschus. Ja? Und das natürlich nicht als Hirschmoschus, sondern als synthetischen Moschus oder als Kombination von synthetischen und pflanzlichen Moschusarten. Das Ganze eben als Parfum. Für mich persönlich quasi so der böse Bruder von Apollonia von Xerjoff. Also Apollonia ist ja ein Moschusduft, der mit hellen Blüten arbeitet. Das gleiche haben wir hier auch. Allerdings solltet ihr euch da wirklich warm anziehen, denn dieser Duft hier ist am Anfang metallisch. Der hat eine animalische Note. Der hat diesen unfassbar natürlichen, pudrigen Moschusakkord am Anfang. Und da muss man wirklich mit umgehen können. Aber wer das mag, ich weiß ja, dass einige von euch genau diese Akkorde auch mögen. Genauso wie bei echtem Oud ist das ja auch so ein Liebhaberthema. Die werden hiermit mega glücklich, denn nach 2 Stunden ungefähr kommt der Drydown. Und der ist wirklich ein Traum. Aus hellen Blüten, aus Moschus, aus Gewürzen, aus Harzen. Wirklich absolut geil. Und der Duft startet eben so richtig klar, metallisch, kühl fast schon. Und wird dann im Drydown zu so einem super sanften und warmen Thema. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und auch dieser Duft natürlich als Extrait de Parfum mit einer enormen Performance und einer super krassen Haltbarkeit. Das war also meine Vorstellung von Baruti. Für mich persönlich, wie gesagt, die ersten 3 Düfte wirklich Düfte, die man getestet haben muss. Vor allen Dingen für den Preispunkt, Freunde, ihr wisst es, Parfums bewegen sich sehr schnell jenseits der 200 Euro im Nischenbereich und da hat man nicht mal ansatzweise eine Qualität, wie das hier der Fall ist. Ihr bekommt einen wunderschönen Flakon mit Magnetkappe, ihr bekommt so einen schönen Klappkarton, der dann irgendwie so aufklappt, wirklich sehr schön handgefertigt und von der DNA her, von den Inhaltsstoffen her, riecht man sofort raus, dass das wirklich die höchste Qualität ist. Haltbarkeit ist top, die DNAs sind geil und deshalb würde ich sagen, Freunde, wenn ihr euch dafür interessiert, gibt es keine Marke aktuell, die ich stärker empfehlen kann als Baruti, weil es einfach von diesem reinen Nischencharakter her ist, das, was wir hier einfach alle riechen wollen. Also kreative Düfte, die man so in dieser Form bis jetzt noch nicht gerochen hat, auf einem hohen, hohen, hohen Qualitätsstandard. Also Links dazu, Leute, findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten würde mich interessieren, habt ihr schon Düfte von Baruti getestet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf euren Input und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.